Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren heißen auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Die Vorrunde der Europa League ist unterwegs. Heute erleben wir hier also ein Gruppenspiel. Hannover 96 gegen FC Sevilla. Vor allem für die Gastgeber geht es natürlich heute um den Sieg in dieser Vorrundengruppe. Da kann man sich noch nichts verkaufen. Aber wichtig wäre es trotzdem, gerade für das Selbstbewusstsein und natürlich auch für den weiteren Turnierverlauf. Die Aufstellung, mit der Hannover in dieses Spiel geht. Sie treten hier heute in einem 4-5-1 an, setzen also mutmaßlich vor allem auf ihr Mittelfeld. Darüber wollen sie Dominanz ausstrahlen. Ist nicht leicht, gegen so eine Mannschaft zu spielen, denn die haben offensiv natürlich viele Optionen. Und da sehen wir die heutige Aufstellung des FC Sevilla. Yassine Bounou ist der Mann auf der Torhüterposition. Sergi Gomez spielt gemeinsam mit Sidney in der Abwehr. Muniel Adadi steht gemeinsam mit Nolito auf Außen. Und vorne drin beginnen sie mit einem Mann. Das ist Youssef En-Nesyri. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Gibt Vorteil hier. Und jetzt kann er. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Da gibt der Unparteiische gleich die Linie vor. Es gibt die Verwarnung. Und für das Foul konnte man die auch geben. Die Spieler sollten gewarnt sein. Hereingabe jetzt. Ball bei Banega. Youssef En-Nesyri. Nolito. Fernando. Nolito am Ball. Sie haben den Ball. Gefährlich. Sieht gefährlich aus. Leitner. Robin Koch. Mecha. Super dazwischen gegangen. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Youssef En-Nesyri. Fernando. Youssef En-Nesyri. Jesus Navas. Fahnes Assistenten geht hoch. Abseits. Uiuiui, das war hauchdünn. Richtig enge Kiste, aber auch richtig entschieden. Abseits. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's.
Mittelstädt. Für die Gastgeber geht es hier heute um den ersten Platz in der Gruppe. Ein Unentschieden würde heute reichen, ist natürlich dann die Frage, wie gehst du so ein Spiel an? Spielst du wirklich auf Unentschieden oder gehst du auf den Sieg? Robin Koch. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. Er ist auf jeden Fall einer, der am Ball wirklich alles kann. Und ich glaube, das zeigt er uns auch heute wieder. Leitner. Robin Koch. Leitner. Sie unterstützen gut. Baumgartel. Jordan Turunariga. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Weg ist der Ball. Die Chance auf den Konter. Paulinho. Chance zum schnellen Konter vergeben, aber sie bleiben dran. Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Da wollten sie das Tor machen, aber nix war. Nee, Wolf, das war dann doch zu unpräzise. Vielleicht auch ein bisschen hektisch nach diesem eigentlich wirklich schönen Konter. Merino, Fernando, jetzt Banega. Merino, Fernando, Munir. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Jetzt gibt's Einwurf. Jordan Turunariga. Robin Koch. Sieht vielversprechend aus. Kommt jetzt die Flanke. Zieht in die Mitte. Merino, Munir, Jesus Navas, Banega, Sevilla über außen, Kocia, Leitner, Leitner, toller Pass, klasse Pass. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Paulinho. Jordan Turunariga, Paulinho, Leitner.
Henrichs. Baumgart. Robin Koch. Leitner. Und jetzt wieder Sevilla. Paulinho. Jordan Turunariga. Mittelstädt. Baumgartel. Leitner. Henrichs. Leitner. Robin Koch. Jordan Turunariga. Klasse Pass. Und jetzt die Ecke. Gar keine schlechte Gelegenheit eben. Sieht man ja hier in der Wiederholung auch nochmal. Viel hat bei dem Versuch nicht gefehlt. Ecke kommt in die Mitte. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Youssef El-Neziri. Es gibt Einwurf. Baumgartel. Jordan Turunariga. Mittelstädt. Paulinho. Robin Koch. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Super dazwischen gegangen. Macht er gut. Chance zur Führung. Fällt das Tor doch noch. Jesus Navas jetzt am Ball. Und Banega. Einwurf für Sevilla. Kocsia. Er spielt den Pass auf den Flügel. Kann er was draus machen? Da können sie erstmal klären. Jesus Navas jetzt. Jetzt kann er den Ball reinbringen. So, der Ball findet überhaupt keinen Abnehmer. Es geht drüben mit einem Einwurf weiter. Baumgartel. Robin Koch. Jordan Turunariga. Philipp Ochs. Die Mitspieler bieten sich an. Banega am Ball. Fernando. Und Banega. Banega mit dem Pass. Munir. Ball an den kurzen Pfosten. Flanke landet beim Gegner. Leitner. Ja, mit viel Übersicht. Er macht das Spiel schnell. Sieht gefährlich aus. Stark gearbeitet. Baumgartel. Robin Koch. Henrichs. Jordan Turunariga. Ochs. Mittelstädt. Paulinho. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade.
Er ist da und hat den Ball. Ja, der nächste tolle Pass. Leitner. Baumgartel. Gefährlich. Ja, da ist Platz jetzt. Leitner. Er kommt an den Ball. Per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Ecke kommt. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Ganz stark abgeblockt. Ja, könnte was werden. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Keine Gefahr mehr. Vorerst zumindest. Kocia. Merino. Fernando. Munir. Jetzt der Ballverlust. Er überzeugt heute als Passgeber. Im Moment dominiert hier bei der Ballbesitzquote Hannover 96. Und bei diesen guten Chancen, die rausspielen, super dieses Zuspiel. Dass die richtige Entscheidung war, Fahne ist oben. Ja, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, aber abseits dürfte hier die richtige Entscheidung gewesen sein. Fernando. Super dazwischen gegangen. Baumgartel. Henrichs. Jetzt wird's gefährlich. Das sieht vielversprechend aus. Franke kommt weit. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Er holt sich vorne den Ball. Klasse Pass! Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Und Kopfschütteln am Spielfeldrand. Ja, ja. Wie kann man so eine Chance vergeben? Er kann es überhaupt nicht fassen. Paulinho. Jordan Turunariga. Baumgartel. Henrichs. Mittelstädt. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Macht er gut. Baumgartel. Sehr guter Einsatz. Es gibt hier Einwurf. Paulinho. Baumgartel. Lukas Meja. Das könnte vielleicht was werden. Klasse vom Verteidiger. Er blockt die Flanke ab. Ball bei Banega. Merino. Kann er was draus machen? Ja, der Ball läuft wirklich hervorragend bei Sevilla. Weg ist der Ball. Und der Ball ist erstmal weg. Keine gute Ballannahme. Druck war zu groß. Schiedsrichter lässt laufen. Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt nutzen. Oh, Nolito. Youssef En-Nesyri. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball.
Robin Koch. Baumgarten. Pass geht über die Seitenlinie, das ist Einwurf. Und Banega. Robin Koch. Baumgartl. Mittelstädt. Jordan Turunoriga. Robin Koch. Mittelstädt. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Jesus Navas jetzt am Ball. Pass auf außen. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Und es gibt natürlich Einwurf. Mittelstädt. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Henrichs. Robin Koch. Baumgartel. Mittelstädt. Was macht er draus? Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch, das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Fernando. Ball bei Banega. Merino. Pass auf den Flügel. Ja, sie können erstmal klären. Leitner. Jetzt der Ballverlust. Youssef El-Neziri. Jetzt in der Anspielstation. Banega! Super Parade, klasse gehalten. Die Ecke kommt rein. Da passt der Torhüter auf bei diesem Eckball. Philipp Ochs. Leitner. Robin Koch. Jordan Turunoriga. Henrichs. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Robin Koch. Leitner. Baumgartel. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Die Möglichkeit zu flanken. Kein Problem hier. Verteidiger hat aufgepasst. Ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Baumgartel. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt.
Gute Aktion. Jetzt könnte er flanken. Die Nachspielzeit läuft. 4 Minuten sind angezeigt. Sie machen schon sehr früh Druck. Leitner. Robin Koch. Lucas Meja. Paulinho. Oh, toller Pass. Gute Aktion. Sieht gefährlich aus. Macht er gut. Kommt jetzt die Flanke. Er hat sie ja reingehabt. An den kurzen Pfosten. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Jordan Torunariga. Da wäre Platz auf außen. Jetzt vielleicht die Flanke. Und das ist der Ballverlust. Merino. Der Ballverlust. Baumgartel. Jordan Torunariga. Mittelstädt. Paulinho. Robin Koch. Sie haben sich ihre Motivation erhalten, auch nach der erreichten Qualifikation für die nächste Runde. Bester Beweis, diese erste Spielhälfte. Sie geben weiter alles, wollen den ersten Platz in der Gruppe und sind auf Kurs.